Als Facebook vor 2 Jahren den Messenger-Dienst WhatsApp kaufte, hatten beide Unternehmen noch zugesichert, dass die Daten der Nutzer nicht miteinander ausgetauscht würden. Lange gehalten hat das Versprechen nicht. Im August dieses Jahres informierte WhatsApp seine Nutzer, dass ihre Telefonnummern an Facebook weitergegeben werden. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper hat diese Praxis jetzt allerdings ab sofort untersagt. Lilly Wagner mit den Einzelheiten. Ende August hatte WhatsApp seine Nutzerbedingungen geändert und gibt seither Daten an den Mutterkonzern Facebook weiter. Zum Beispiel die eigene Telefonnummer oder Informationen darüber, wann und wie oft man den Messenger-Dienst nutzt. Aber halt, konnte man dem Datenaustausch nicht bis vergangenen Sonntag widersprechen? So halb. Ja, man konnte widersprechen, aber nur, ob Facebook die Daten zu Werbezwecken verwenden darf. Grundsätzlich erhebt Facebook jetzt die Daten von WhatsApp und speichert sie auch. Das verbietet nun Johannes Kasper, hamburgischer Datenschutzbeauftragter. Per Verwaltungsanordnung ab sofort. Facebook soll außerdem alle Daten löschen, die WhatsApp bisher übermittelt hat. Nutzer müssen nach deutschem Recht selbst entscheiden dürfen, sagt Kasper, ob sie eine Verbindung ihres Kontos mit Facebook wünschen. Dazu muss Facebook sie vorab um Erlaubnis fragen. Dies ist nicht geschehen. Mit den zusätzlichen Nutzerdaten will Facebook künftig noch besser zugeschnittene Werbung schalten und die Freundesuche und selbstverständlich auch die Sicherheit verbessern. Verbraucher fürchten, dass nicht nur die eigene Telefonnummer, sondern auch Bilder, Sprachnachrichten, Kontakte an Facebook übermittelt werden. Und bei uns im Studio ist jetzt Carlo Pilz, Rechtsanwalt und Datenschutzexperte. Schön, dass Sie da sind. Danke. Herr Pilz, kommen wir gleich mal zur wichtigsten Frage. Das wirkt ja auf den ersten Blick so ein bisschen wie David gegen Goliath. Was bedeutet denn diese Verwaltungsanordnung aus Hamburg überhaupt für diesen Weltkonzern Facebook? Hat er jetzt Angst? Oh, ob er Angst hat, das weiß ich nicht. Mittlerweile ist er das tatsächlich auch von der Hamburger Datenschutzbehörde gewohnt. Erst Anfang dieses Jahres gab es da auch ein Verfahren in Hamburg. Deswegen ist das nicht total ungewöhnlich. David gegen Goliath, den Vergleich, den kann man vielleicht anbringen. Man muss natürlich sehen, dass die Behörde tatsächlich durchaus effektive Mittel hat, die sie jetzt auch gerade anwendet, um gegen so einen Weltkonzern vorzugehen, nämlich tatsächlich zum Beispiel die Speicherung von Daten zu untersagen, was für so einen US-Konzern natürlich schon eine einschneidende Maßnahme ist. Aber muss sich Facebook auch wirklich daran halten? Grundsätzlich muss sich Facebook daran halten, außer es geht mit Rechtsmitteln dagegen vor, ja. Jetzt schreibt unser Zuschauer Doc Gerald, wenn die Datenschützer wüssten, wie egal das Facebook ist, falls da wirklich eine Strafe kommt, wird die doch aus der Kaffeekasse bezahlt. Sehen Sie das auch so, Herr Pilz? Ja, also die Geldstrafen, die möglich sind, die Bußgelder, die ausgesprochen werden können von den Behörden, sind tatsächlich momentan nicht so hoch. Das soll sich oder wird sich ab Mai 2018 durch die neue Datenschutzgrundverordnung ändern. Momentan geht das bis zu einem Maximalrahmen von 300.000 Euro. Da wird man sagen können, okay, das ist für so einen Konzern nicht viel Geld. Was für solche Unternehmen viel entscheidender ist, und davon wurde ja hier auch Gebrauch gemacht, ist zu sagen, ihr dürft diese Daten nicht mehr speichern, ihr müsst diese Daten löschen. Und für solche Unternehmen geht es ja gerade um die Daten. Also diese Maßnahme, die ist um einiges einschneidender. Und da würde es mich überraschen, wenn Facebook nicht gerichtlich gegen vorgeht. Und wer prüft das nach, ob Facebook diese Daten wirklich löscht? Das müsste dann tatsächlich entweder die Behörde prüfen oder man verlässt sich vielleicht darauf, dass Facebook sagt, so, die wurden jetzt gelöscht. Okay. Jetzt schreibt unser weiterer Nutzer Matthew Miller, auch auf Facebook bezeichneterweise. Ich habe nicht zugestimmt, dass die Daten übermittelt werden. Mir wurde die Entscheidung vorweggenommen, was juristisch gesehen schon interessant sein kann. Was bedeutet das also alles für die WhatsApp-Nutzer? Was können die denn jetzt machen? Also man muss da grundsätzlich bei diesem Sachverhalt unterscheiden. Diese Übertragung von Telefonnummern der WhatsApp-Nutzer an Facebook gliedert sich in zwei Themen. Einmal sagen WhatsApp und sagen Facebook, wir sind eine Unternehmensgruppe, wir brauchen eure Telefonnummer für Sicherheitsaspekte, zum Beispiel um Spam zu unterbinden und dagegen vorgehen zu können und um euch auch die App und den Dienst anbieten zu können. Das ist erforderlich tatsächlich. Ohne die Nummer geht es nicht. Da hat man momentan auch nicht die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Da müsste man sagen, ich will den Dienst nicht mehr nutzen. Der zweite Aspekt ist der, wo es um die Werbung geht. Und da sagt Facebook bzw. sagt WhatsApp zu seinen Nutzern, lieber Nutzer, wir weisen dich darauf hin, Facebook möchte diese Daten und die Telefonnummer gern für werbliche Zwecke nutzen. Du hast aber die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Ja? Und du hast diese Möglichkeit nicht nur in dem Moment, in dem du unsere neuen AGB und die neue Datenschutzrichtlinie siehst und sagst, ich akzeptiere, sondern auch noch 30 Tage danach. Und jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, deswegen erging auch diese Anordnung, ob das so alles rechtens ist, ob das nach deutschem Datenschutzrecht rechtens ist, ob deutsches Datenschutzrecht anwendbar ist. Also
Für die Juristen ist das natürlich ein Fest, ja. Okay, genau. Warum ist überhaupt der Hamburger Datenschutzbeauftragte zuständig? Weil Facebook würde ja sagen, mein Sitz ist in Irland. Genau, also Facebook hat in Hamburg seine deutsche Niederlassung, kleinere Niederlassung. Und tatsächlich die europäische Zentrale sitzt in Irland. Und hinsichtlich der Frage einmal, welche Datenschutzbehörde ist zuständig? Und wenn die zuständig ist, nach welchem nationalen Datenschutzrecht darf die überhaupt handeln? Das sind Fragen, die sind schon lange strittig, schon lange auch in Deutschland und in anderen EU-Mitgliedstaaten strittig. Und derzeit gibt es da auch ein anhängiges Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, auch aus Deutschland vom Bundesverfassungsgericht. Geht es auch wiederum um Facebook. Und da muss man mal gucken, das wird noch ein bisschen dauern, aber da erhalten wir dann vielleicht Antworten. Vielen Dank, Carlo Pilz, über den Versuch von Facebook, Daten der Nutzer mit WhatsApp auszutauschen.